Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin wieder ein Swordsman. Und etwas verblüffend für mich habe ich gerade ein Intro gesehen. Ja, das kommt davon, wenn man irgendwie in der Beta oder so einsteigt in ein Spiel und es gibt irgendwie kein Intro. Oder ich habe damals kein Intro. Weiß ja, geil. Ich musste das Spiel deinstallieren, ich brauchte nämlich Platz auf der Platte, habe es dann wieder dann installiert, um eben das Video machen zu können und urplötzlich habe ich ein Intro. Ja, großartig. Aber das machen relativ viele Spiele, wenn ich mich richtig entsinne, dass sie euch ein Intro genau einmal zeigen und danach wird es automatisch deinstalliert. Dann wird das deaktiviert bei jedem neuen Spielstart, weil viele Spiele das nicht so toll finden, so Intros wegklicken müssen. Ja, die Menschheit wird faul, das ist immer so. Und das kann man bei ganz vielen Spielen dann wieder einstellen, dass es dann doch wieder gezeigt wird. Auch wenn man da manchmal in ein paar in eine Datei reingehen muss und statt eine 0 durch eine 1 ersetzen. Ja. Zum Beispiel bei Blizzard-Spielen ist das ganz oft so. Ja, ist auch egal. So, jetzt war ich auch hier wieder mal ein paar Tage nett. Ja, mach du mal hier schön Pferdchenübung. Weiß nicht, warum du jetzt eine goldene Statue von einer Kali Platz hier steht. Ist auch egal. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich letztes Mal hier gemacht habe. Oder was ich hier machen sollte. Ich weiß bloß, dass ich mich gerade eingeloggt habe, irgendwie ein Zentner Zeug geschenkt gekriegt habe. Da ging es nur so klack, 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 Empfang. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich muss was gut gemacht haben, oder? Da ist wieder irgendwas drin. Eine Moderüstung. Was soll ich mit einer Moderüstung? Was habe ich im Moment an? Ein Äthermondgewand. Ja, das ist jetzt nicht der Burner, was das bringt. Komm, jetzt ziehen wir es mal an, oder? Zeig dir schon mal einen Faktor. Siehst du, Alter! Dass nicht mal schneller steht. Ja, hübsch aussehen tut er. Also, was bringt halt bei gar nichts, oder? Ach so, ich habe mein richtiges Gewand noch an, nur das jetzt drüber. Tja, weiß nicht. Sieht das jetzt besser aus als das andere? Also klar, es betont zwei deutliche Vorzüge von dem. Aber was ist jetzt genau? Wo lesen das jetzt drin? Tja. Was ist der Geier? Irgendwo ist es jetzt. Egal. So, ein Cheat-Trank, EP-Pin, Blitzfaust, ein Quest. Den Titel Blitzfaust erhalten. Ist ja super. So. Ich hätte es gern Mann. Eine Kung-Fu-Pille. Ein Sternenstaub. Umschauen. Ich kann aber das nicht was. Nee, das ist gar nichts. Verkaufspreis ist gar nichts wert, egal. Also falls ich jetzt mir zu leise bin, weil der Hintergrund zu laut ist, ich habe gerade alles ganz leise gemacht, die Musik aus, was immer sehr schade ist bei dem Spiel, das eine sehr schöne Musik ist. Und dann hat das fährt sich einfach. Egal, komm, sieht wieder auf. Ach guck mal, aber aufsatteln tut so richtig. Also manchmal bin ich schon etwas überfordert, wenn ich in diesen in diesen RPGs so reingehen in MMOs und dann eine Zeit lang nicht da war, aber oder generell einfach nicht das, wie die richtigen MMO-Zocker das irgendwie täglich so jetzt aber ja ich will ja gar nicht, ich habe Q gedrückt, ich will wissen, wo mein Quest ist. Was muss ich jetzt, was muss eine Lady hier drücken, damit sie ihr Quest hat? Schon gut, alles gut. Ich kann upgraden.
Ja, das finde ich super. Glaube ich. Was auch immer. Das hätte ich gerne. Ach so, ich muss... Der Lernmarkt, die mir den Kurs Donnerfeuer in der Tankschule, Level 40. Okay. Ja, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ach, das ist nicht normal. So, Fähigkeiten. Ach, auf N wäre das gewesen. Schön. Fertig. Ja, es scheint wohl so zu sein, dass wir jetzt zu dem Questgeber reiten. Ach guck mal, das ist kein weiter Weg. Aha. Ja, da habe ich jetzt gelernt, wie man was verfeinert. Gott, ich bin so stolz auf mich. Ja, egal. Wo ist mein Quest? Tang Men An Qi, Tian Xia Wu Shuang. Tang Men An Qi. 天下无双 唐门暗器, 天下无双 Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Ich bin relativ oft verwirrt, aber da ich ein Mann bin und schon einige Jahre auf dem Rücken habe, das heißt schon sehr viel mit Frauen zu tun hatte, habe ich natürlich die Weisheit, Dinge, die ich nicht verstehe, einfach zu ihr hinzunehmen, zu akzeptieren, einfach mal abzuwarten, was passiert. In Asien müssen Menschen dafür meditieren, in Europa heiraten. So, Du musst出门，可要记得，在这江湖上，你相信的往往是假话。我猜，也许是真话比假话难听之故。 Ja, wenn du das sagst, Mädchen. Das ist mal ein abgefahrener Rollstuhl.
Gedankennotiz, sollte ich irgendwann mal einen Rollstuhl benötigen, Seniorenheim, ich will auch einen mit Drachenkanonen an der Seite. Kann für mich auch Kartoffelkanonen sein, das ist mir dann auch egal. Xioli tie kun he hai yu, ge xue due yu ho shou qiu, fu yun cu cu yue wu ding, de yi fu yun ye zi yu. Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Gerade eben lasst ihr mich noch die alte Waffe verbessern, jetzt drückt ihr mir eine neue. Ich eine neue. Das hätte ich mir dann nicht mehr sparen können mit diesem Besserungsstein. Ja, du da, gib mir was. Wie sieht's überhaupt aus? Anscheinend soll ich die aber erstmal dran haben. Ich bin jetzt nicht überzeugt, was ist denn das für eine Art von Fernkampfwaffe, wo man vom Gegner stehen muss. Ich will jetzt nicht respektlos sein, ja. Xioli tie kun he hai yu, ge xue due yu ho shou qiu, fu yun cu. Ja, ich habe die Weisheit und die Demut einfach, mir völlig unverständliche Dinge einfach hinzunehmen. Ich will ein Stück Brot.
别着急走啊，我这还有其他的八卦，你听不听？他们胡说，我师父才不是那样的人。看什么看？我说刘正风勾结魔教，你不服？你胡说，师父是好人，你们才是坏蛋。这位侠叔在福州城见过你们作恶。哟，原来是见义勇为，兄弟们，揍他！小妞，你别急，哥几个招呼你。青山不改，绿水长流，咱们后会有期。Ist ein bisschen was zu Bruch gegangen, gell? Jetzt möchte ich mal ganz kurz. Aha, das ist also die andere Modeklamotten, die ich, also das sind so Skins, die ich scheinbar drüber ziehen kann, die richtigen Klamotten. Das ist ja okay dann. Cool, man kann sogar schwarze Haare kriegen. Ich glaube aber, dass du allmählich mal einen Händler brauchst, um den ganzen Krempel zu verkaufen, oder? Die weißen Haare besser, wie kriege ich das wieder aus? Ah, da unter der Tür wahrscheinlich. Achso, ach, das hält einige Tage. Dann ist das weg. Okay. Egal, es läuft dir ab, dann ist es eh wurscht. Gut. Danke, Herr Zhang, dass Sie mich unterstützen. Finde ich auch ganz schick, dass das Spiel, sobald etwas weiter als 5 Meter entfernt ist, automatisch mich aufs Pferd setzt. Aber ich finde immer noch, dass das viel zu laut ist. Tja, aber... Viel leiser geht ja auch gar nicht, gell? Wo kam die denn so spontan her?
Die Halle, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Ja? Jawohl, ich habe den Mörder platt. Dann du bist ja auch mal. Hey, kann ich so bin da hier? Gurtiger, schau!瞧你这嘴上功夫练的，那可真是炉火纯青啊！什么？不过您还是下来吧，上面风大，练久了会胀肚的。小兔崽子，敢嘲笑老子，我先教教你怎么说话。看招！你们这些小毛孩子敢阴我，还好老子命大，看我怎么收拾你们。Chinesischer Humor ist manchmal schon seltsam. Also chinesischer Humor ist schon manchmal etwas sehr seltsam. Ich
Ich habe manchmal den Eindruck, die neigen dazu, wie die Amis, diesen Slapstick zu mögen, diesen Schadenfreudenhumor, wenn jemand auf die Fresse fällt, dass sie sich dann dazu total belustigen können. 真是晦气，又有人在酒楼里闹事了，这些江湖人三天两头打打杀杀，真是让人生厌。 Aber wenn in China Bedienstete, also Serviererinnen in Restaurants sich so anziehen, dann muss ich da mal hin. Lin Huchu, der Schatz, pfiat mich hart. Lass Xiao Nigu als mein Schüler. Bei den Gefolgsleuten gehört, wird das nicht zum Lachen?哈哈，灵狐大侠勾引小尼姑，啥时候抱娃子呀？狗嘴吐屎，臭不可闻，还想尝尝屁股向后平沙落雁是吗？嘿，谁叫我们青城派人多呢？今天就是要欺负他！ 阴沟里翻船，居然被这等人放倒！哼！不，你不要过来，灵狐大哥，我带你走，我一定要救活你。 Ich habe das jetzt wieder nicht ganz verstanden, aber es sieht gut aus. Ja, das ist, das Spiel ist manchmal tatsächlich wie ein Mädchen, gell? Ne? Und mit Mädchen meine ich im Prinzip alles zwischen 18 und 45. So, Zang剑行凶，自作自受。 Okay. Ich denke aber, ich setze jetzt mal den nächsten Cut, weil ich ein bisschen bedenken habe, dass die Festplatte vorläuft. Und das nächste Mal, wenn ich hier bin, hat Infrakta wahrscheinlich schon wieder ihre normale Frisur und Klamotten an. Also gegen die Klamotten habe ich jetzt gar nicht die Frisur, ist kaputt. Das ist schon witzig, dadurch, dass das Spiel völlig unmotiviert Körperteile in Bewegung setzt, sieht diese Fratze da hinten drauf. Sieht schon lustig aus. So, also dann, das ist Swordsman. Ich sehe euch hier wieder, weil ich verstehe zwar oft nicht genau, was das Spiel macht und warum es das macht, aber es sieht gut aus und es macht mir irgendwie trotzdem Spaß und ich finde es wirklich sehr, sehr schön gestaltet. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.